Liebe Freunde, endlich ist es soweit. Ja, Ila Oi, die Priesterin des Krakengottes sozusagen. Erstes Gameplay-Material des neuen League of Legends Champions ist erschienen. Mein Freund der Marcelinho hat mich direkt aufmerksam gemacht. Ich freue mich da richtig und wir schauen heute uns das direkt das erste Gameplay-Material zusammen an. Wir analysieren ein bisschen, was das für Fähigkeiten sind und vor allen Dingen, wie die einzusetzen sind. Wir fangen direkt auch mal an. Hier sehen wir die Passive. Die Passive scheint alle paar Sekunden so ein Kräkelchen oder vielleicht auch auf Knopfdruck zu erscheinen. Dieser Kraken hat nicht viel Leben, scheint aber ja, ein neutraler Minion zu sein, der für euch sozusagen den Schaden macht. Hier haben wir die Q. Die Q, anscheinend ein riesiger Tentakel. Die beschwört einen Mega-Tentakel und haut alles, was einem nach vorne in dem Weg steht, kaputt. Sieht nach einer Fähigkeit aus, die man auf jeden Fall als erstes skillt. Auch cool zum Chasen, wenn man da nicht ganz rankommt. Dann haben wir hier die E. Finde ich sehr, sehr cool. Wir haben hier einen bestimmten Bereich. Wir haben hier zwei Tentakel aus unserer Passiven. Wir dashen sozusagen dran, klatschen dem einen über und unsere Tentakel, die wir bis dato beschworen haben, erledigen den Rest. Die Frage ist, ob wir ein Maximum an beschworenen Tentakel haben werden. Ja, theoretisch könnte man natürlich, wenn man mega viel Tentakel hat und dann die W macht, richtigen krassen Schaden auf den Champion machen. Jetzt haben wir hier die E, die finde ich saumäßig interessant. Das ist so eine Art Seelenzug. Das heißt, er schnappt sich mit dem Tentakel, oder sie schnappt sich mit einem Tentakel die Seele von Twisted Fate in diesem Fall und die verprügeln wir einfach mal, der hauen wir richtig auf die Fresse und ihr seht, der Schaden wird, ich sag mal, zu 75% auf Twisted Fate übertragen. Finde ich sehr, sehr eine coole Idee. Hier haben wir die, auch wieder die E. Gucken wir mal, was der Tentakel damit macht. Der klatscht einfach nur mal drauf. Was auch immer das bedeuten soll, bin ich gespannt. Wenn ihr eine Ahnung habt, schreibt es mal in die Kommentare. Und jetzt der absolute Oberburner, die Ultimate, die wirkt so mächtig. Ich springe in die Luft, hab einen Bereich, klatsche auf den Boden, beschwöre Tentakel und die klatschen einfach alles, was ich angreife. Wie übertrieben ist das? Das heißt, sie gehen wohl da drauf, was in der Reichweite ist und ich gerade angreife. Das ist bisher Ila Oi. Ihr seht hier schon im Splash Art, sieht sehr mächtig, sehr männlich aus, wird wahrscheinlich ein Nahkämpfer sein mit diesen Spells. Vielleicht auch sowas wie Asia, so eine Mischung aus Nahkämpfer und Magier, ob der auf magischen Schaden basiert. Ich glaube schon, dass es sich ja schon um so Beschwörerzauber handelt. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt. Sieht geil aus. Eure Meinung zum neuen Champion nach unten in die Kommentare. Wenn euch das Ganze gefallen hat und ihr nichts mehr rund um League of Legends verpassen wollt, auch zu neuen Champions und so weiter, abonniert doch meinen Kanal. Zeigt das Video euren Freunden, wenn ihr es noch nicht gesehen habt. Die verdienen es auch zu wissen. Ich wünsche euch was. Lasst mir einen Daumen da. Bis dahin, euer Buddy. Ciao.